Genau das da ist die Sorte, mit der wir ausgehen müssen. Wir sind schon lange reif für erwachsene, möglichst ernsthafte sexuelle Beziehungen. Ladies? Deppen? Hey, nichts Illegales oder Ungeschütztes heute Abend, versprochen? Ist ja eklig. Ist ja ein schickes Hemd, das du da trägst. Mit diesem Hemd kriegst du vielleicht eine geschwängert. Machst du mit mir Schluss, weil ich keinen Sex mit dir haben will? Das ist in 9 Minuten vorbei. Du bist wunderhübsch und ich eine halbe Katastrophe. Nach so einem Brownie wachsen uns beiden Rasters. Wir sollten das Teil aufheben und es als Belohnung essen, wenn wir bis zum Abschlussball gevögelt werden. Das Gerede von vorhin über Sex und die Zukunft und den Rest unseres Lebens und all den Scheiß. Was ist denn? Ich bin schwul, Alter. Ich bin schwul. Du weißt, was schwul ist. Das ist doch krank. Du warst mit mehr Mädchen zusammen als ich. Da bist eher du das Problem. Michael, du hast deinen Rucksack in der... Hey, hallo, Dad. Vielleicht schenke ich ihm was. Schenk ihm einen Kuchen mit der Aufschrift, du bist schwul und das ist fabelhaft. Wirklich? Nein. Ich bin dabei. Ich werde dich auf deiner schwulen Reise begleiten. Oh, fuck. Nicht meine Schuld, dass ihr das winzigste Auto des Universums habt. Was ist das? Sowas wie ein Diät-Kia? Ja, aber Alter, ist das meine Zukunft? Ein paar Trips zum Club und zu? Gefällt dir die Bar und diese Szene? Du willst sie für dich behalten, nachdem du mit ihr Schluss gemacht hast? Und du nicht auf Personen mit ihrem Geschlecht fixiert bist? Alter, wie kannst du schwul sein? Keine Ahnung, ich bin's eben. Nachdem Matti und ich Schluss gemacht haben, lief noch mal was. Wie konnte das passieren? Du bist nicht der einzige Mensch hier, dessen Gefühle verrückt spielen. Warum machst du schwules Zeug mit dem Arschloch, der mir hinten reingefahren ist? Und was machst du hier mit meiner Ex-Freundin? Das ist etwas komisch. Hi. Was machen wir jetzt? Oh, das ist vielleicht ein Tänzer. Tanze ich vielleicht?